liebliche Klänge in einer Heidelberger Studentenwohnung. Wenn Miriam Engel die Harfensaiten zupft, macht sie ihrem Namen alle Ehre. Musik füllt nicht nur einen großen Teil ihres Wohnraums, sondern auch ihres Lebens. Allerdings ist sie schwerpunktmäßig längst auf Blech umgestiegen. Ich habe tatsächlich erst mit Trompete angefangen. Und dann hatte ich irgendwann mal Lust und habe ausprobiert auf der Tuba und das hat mir einfach Spaß gemacht. Bei uns im Posaunenchor gab es damals keine Tuba und dann war ich da willkommen an der Tuba und es hat mir Spaß gemacht und dann bin ich dabei geblieben. Inzwischen ist die Tuba viel mehr als nur ein Hobby. Sie ist das Hauptfach der 25-Jährigen an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Die Wahl des Instruments ist eher ungewöhnlich. Gerade im Profibereich sind Frauen an der Tuba noch immer deutlich in der Minderheit. Auch wenn ihr Anteil in der Blechblasmusik insgesamt zugenommen hat. Es ist ja eigentlich völlig wurscht, ob da eine Frau oder ein Mann sitzt. Aber man hat schon das Gefühl, dass Frauen oft einfach ein Ticken sensibler sind als wir Männer. Und gerade in diesem Blechbläserbereich gibt es dann doch irgendwie viele Rumpel unter uns Blechbläsern, würde ich sagen. Der Studiengang Posaunenwart, in diesem Fall Posaunenwartin, ist einzigartig in Deutschland und qualifiziert für ein sehr spezielles Berufsbild: Landesposaunenwart. Ja, der Tag 15, der klingt jetzt so, wie ich es haben möchte. Die aktuellen Landesposaunenwarte in Baden, beides Männer. Einer davon ist Armin Schäfer. Stellen wie seine gibt es in Deutschland nicht viele. Zusammengenommen sind es rund 60 in allen evangelischen Landeskirchen im Bundesgebiet. Wir haben also die Aufgabe, die Chöre auszubilden, fortzubilden. Wir bieten also Lehrgänge an für Anfänger bis zum Chorleiter oder bis zur Chorleiterin und bieten aber auch Freizeiten an. Das ist ein großer Teil unserer Arbeit. In Posaunenchören spielen übrigens nicht nur Posaunen, sondern auch andere Blechbläser und Blechbläserinnen. Elisabeth Matthiesen an der Trompete ist neben Miriam Engel die zweite Studierende im Bachelor Posaunenwart. Also ich habe mein Abitur gemacht und war danach auch ziemlich planlos, hatte so ein paar Dinge, die ich im Kopf hatte, aber Musik war aus zwei Gründen eigentlich nicht dabei, weil ich nicht in die Orchestermusik gehen wollte und für Kirchenmusik fehlte mir eben die Orgel als Instrument. So kam ihr der Nischenstudiengang gelegen, in dem die Orgel durch ein Blechblasinstrument ersetzt wird. Dass sie für die Ausbildung einen größeren Ortswechsel in Kauf nehmen musste, war dank der Musik kein Hindernis. Ich komme ja aus der Nordkirche, bin hierher gezogen. Das Erste, was ich gemacht habe, war mit dem Posaunenchor zu suchen, weil ich wusste, da bin ich gleich zu Hause. Egal, ob ich die Leute hier mit dem Dialekt verstehe oder nicht, war zum Glück nicht ganz so schlimm. Aber da ist man einfach gleich unter Freunden, auch wenn man niemanden kennt. Ein Blechblasinstrument und Klavier sind im Bachelorstudium Posaunenwart an der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg verpflichtend. Neben dem Instrumentalunterricht und vielem anderem lernen die Studierenden an der Hochschule, andere anzuleiten. Für Miriam Engel ist das nicht ganz neu. Sie hat in ihrer Heimat Aalen schon einen Kinderchor und einen kleinen Posaunenchor dirigiert. Eine schöne Erfahrung und etwas, worauf sie sich auch im späteren Beruf freut. Es ist wie wenn man auf einem großen Instrument spielt. Nur, dass man eben individuelle Teile des Instruments hat, weil jeder Mensch, der spielt und musiziert, ist ein Teil des Instruments und als Dirigent hat man die Möglichkeit, mit diesen Leuten zusammen Musik zu machen und die Musik zu gestalten. Für ihre Kommilitonin ist dieses große Instrument am heutigen Tag der Bläserkreis. Trompeten, Posaunen und Tuba. Vor 12 Blechbläsern muss die Mitte 20-Jährige ihre Frau stehen. Es ist am Anfang eine ziemlich große Überwindung gewesen, vor einen Chor zu treten und sich einfach mal hinzustellen und sagen, ich weiß jetzt, was der Plan ist, auch wenn man am Anfang vielleicht noch ein bisschen unsicher ist. Aber auch da hilft die Gemeinschaft, wenn man ein paar bekannte Gesichter im Chor drin hat, hat man immer wieder jemanden, den man anschauen kann, wenn man sich ein bisschen unsicher wird. Und dann wächst man einfach da rein. Ein Studiengang mit Seltenheitswert. Für beide Studentinnen offenbar genau die richtige Wahl. Und so macht jedenfalls ihr berufliches Vorbild Armin Schäfer Hoffnung, eine Ausbildung mit klarer Perspektive. Heutzutage kann man eigentlich nur noch sich auf eine Stelle bewerben, wenn man ein abgeschlossenes Hochschulstudium vorweisen kann. Also da ist nochmal ein Schritt in Richtung Professionalisierung passiert. Und wenn jetzt die beiden Damen sich mal bewerben werden, dann stehen sie
auf sehr guten Füßen, weil sie praktisch die Einzigen sind, die sagen können, wir haben genau das studiert. Am langen Atem jedenfalls wird es hier nicht scheitern.